willkommen und schön, sind Sie wieder dabei. Heute gibt es etwas Köstliches, es gibt ein Hirschsalat im Bocca mit Polenta und Gemüse. Und das habe ich dafür eingekauft. Starte ich gerade mit der Polenta. Oh, sorry, Susanne, tut mir leid, dass ich spät komme. Aber es ist lange gegangen, bis jetzt das Gämsi verwünscht. Gämsi, also wir haben heute Hirsch. Ja. Nein, Gämsi, ich habe gesagt, Gämsi ist mir viel lieber als Hirsch. Heute gibt es aber ein Hirschsalat im Bocca. Ja, aber dann hätte das Gämsi gar... Ich hätte ein ganz frisches. Ich hätte ganz frisches gegeben. Wäre wirklich viel entscheidender als Hirsch. Wir fangen jetzt einfach kochen. Hier habe ich ein Milchwasser aufgesetzt für die Polenta. Und dann kann ich als erstes gerade mal ein bisschen salzen. Dann kommt ein schöner Safran rein. So. Und dann lasse ich die grobkörnige Bramata-Mais gerade einrieseln. Geht natürlich etwas länger als die ganz feine oder 2 Minuten Mais. Da lasse ich jetzt etwa während 30 Minuten auf kleiner Stufe schön köcheln. So. Hier nebenzu dämpft schon. Da habe ich nämlich die Zwiebeln angesetzt. Für unser Gemüse. Drin kommen jetzt weiter die eingelegten Steinpilze. Es gibt ganz ein gutes Aroma, so mit dem Wild, ganz, ganz herrlich. Dann gebe ich dazu hier die Oberschine. Schöne Würfel. Und die lasse ich etwa während 5 Minuten schön dämpfen. Nachher gebe ich noch hier so Tomatenwürfel dazu, einfach in den letzten paar Minuten. Aber die lasse ich mal vorerst. Hier kann ich schon Brotbutter reintun. Denn wir tun jetzt gerade die Hirschsalat im Bocca vorbereiten. Hast du das Gämsi noch immer gesehen? Nein. Warum? Nein, das ist mir ab. Home. Das ist wieder René. Möchten wir dann die Hirschsalat im Bocca. Hier sind die Hirschplätzchen, da kommt ein bisschen Rohschinken drauf, ein schönes Blatt von Salbein. Und befestigen geht das am besten gerade mit dem Zahnstocher. In die heiße Brotbutter rein und du es gerade mit der beleidigten Seite gegen unten rein und erst noch würzen. Ein bisschen vor wenigen Tagen hat es beim Wandern auf dem Schwefelberg im Gantrischgebiet etwas ganz Spezielles zu beobachten gegeben, und zwar eine Schule auf der Alp. Mitte Mai ist die Familie Kopp-Strübi wie jedes Jahr mit den Tieren und dem halben Haushalt von ihrem Hof ins Sommerlager auf die Schwefelalp gezügelt. Weil es für die Kinder von dort aus in die Schule viel zu weit gewesen wäre, ist auch von der Lehrerin mit auf die Alp gezogen. Ich finde es eine gute Sache, dass das Kind mit den Eltern auf die Alp buchen kann, durch den Sommer bis in den Herbst. Und wenn sie im Herbst schnell nachgehen, wenn sie den Wüstenstang haben von den Talkindern. Und für mich persönlich ist es eine Bereicherung, mal so zu unterrichten. Also ich finde es schön, dass wir hier oben Schule haben können. Und ich glaube fast, die Eltern haben so gerne, dass wir ihnen helfen auf dem Betrieb. Dass ich bei meinen Eltern sein und an den Berg gehen und in der Natur sein. In der Nähe auf dem Gurnickel hat es noch weitere Alpbetriebe. So können insgesamt 5 schulpflichtige Kinder der Sommertour betreut werden. Die Kosten für den Sonderunterricht übernimmt während 2 Jahren die Koop-Patenschaft. Und wir sind zurück in der Küche. Da bin ich gerade an der Soße machen vom Fleisch. Komm, Gämsi, komm. Passiert nichts. Komm, fressi, komm. Für die Hirschsalat im Bocca habe ich bereits in die Wärme gestellt. Und den Brot davon habe ich aufgelöst mit Rotwein. Und jetzt soll ich hier noch schön kalte Butter drunter rühren. Wichtig dabei ist einfach, dass es nicht mehr kocht. Sonst bindet die Soße nicht so schön. Aber hier sieht es schon recht gut aus. Jetzt ist sie eigentlich fertig. Jetzt muss ich sie nur noch würzen. Das Viech ist weg. Es ist nicht mehr rum. Ja, aber dann kannst du das Fleisch alle im Bach auf und noch davon anrichten. Ah, gut, kann ich machen. Super. Also nicht mehr draufstellen. Aber unsere Polenta, die ist bereit. Noch feiner muss sie werden mit Butter. So richtig schön und Sprinz. So richtig schöne, sämige Polenta, wie man sie gerne hat. Und mit dem Safran zusammen ist die natürlich wunderbar. Mit dem Wild. So. Danke vielmals. Ja, muss ich hier noch einen Schöpflöffel haben. Tipptopp. Noch ein bisschen Polenta. So. Super. Und dann geben wir noch ein bisschen Schäu geben. Schäu. Haben wir so Mühe gegeben bei dieser Soße. Wobei, hey, das ist ein Hirsch. Mhm. Das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung oder im Internet. Ist noch fein, hä? Das schmeckt dann gut.
Jetzt bist du zu spät. Ade miteinander. Bitte schauen miteinander. Dich gibt es das nächste Mal. Du hast echt den her. Ja, der ist mir fast nicht zugelaufen. Also kannst du noch ein bisschen packen. Ach so, regelrecht im Wald? Ja, ja. Wer so einem herzigen Gämsel in der Natur begegnen möchte, der sollte sich jetzt auf die Wandersocken machen. Die schönste Zeit zum Wandern fängt nämlich jetzt an, im Herbst. Im Bau und Hobby gibt es alles, was man dafür braucht. Schöne Herbstferien kann man hier noch wünschen. Mehr über Coop Bau- und Hobbyaktionen finden Sie unter www.coop.ch/newsletter.